Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt gute Nachrichten, wir haben gute Laune. Also erstmal muss ich auf das Feedback eingehen von dem letzten Realtalk-Video bezüglich Downforce-Kollektion. Mein lieber Mann, da wurde aber geschrieben, wurde da fleißig getippt, also sehr positiv. Und auch ein Schwachsinn wieder drunter geschrieben. Eieiei, das ist das Ende von How Deep. Ihr könnt euch beerdigen. Es hat sogar einer geschrieben, ich wünsche dir, dass du, wie war das, dass du komplett verklagt wirst und nie wieder glücklich bist oder sowas. Also die Energie musst du auch erstmal aufbringen, so einem das zu wünschen. Nett. Das ist schon crazy, muss ich sagen. Das ist schon wirklich crazy. Also, Spaß beiseite. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich sehr gute Laune. Denn wir gehen in ganz, ganz großen Schritten oder kommen wir voran. Wir sind jetzt so weit, dass man heute sagen kann, wir dürfen die Kollektion bringen. Der Punkt ist aber, so wie wir sie bringen, wird sie wahrscheinlich eine der letzten Kollektionen sein. Also steht auf jeden Fall safe fest, dass wir in der Zukunft die nicht mehr so verkaufen können. Das wird, also es wird keine Downforce-Kollektionen mehr geben, die so in dem Rahmen sind wie jetzt die, und es wird noch wahrscheinlich maximal eine kommen, aber das ist noch ganz weit weg. Also die, die jetzt kommt, wird sehr wahrscheinlich einer der letzten sein, die so kommen wird. Das stimme ich einerseits positiv, weil ich bin ja froh, dass ich sie abverkaufen kann. Wir müssen einen großen Teil unseres Gewinns werden wir auch abgeben müssen. Das steht halt fest. Das ist halt die Strafe, die wir zahlen müssen. Das gehört leider dazu. Aber mir ist das lieber, dass wir den Weg so gerade gehen und so eine vernünftige Einigung gefunden haben oder gerade finden zumindest, dass die Sache nicht weder noch verbrannt noch verschenkt noch, also verschenkt hätten wir es eh nicht dürfen, noch irgendwie entsorgt werden dürfen, weil das war der einzige Punkt, was hätte passieren können. Es sind super viele Vorschläge von euch gekommen, dass ihr gesagt habt, macht doch eine Spendenaktion, können wir das nicht irgendwie hintergehen. Fakt wäre gewesen, oder Fakt bis jetzt ist immer noch, dass wir die Sachen hätten weder noch spenden dürfen noch verschenken dürfen, auch nicht irgendwas verlosen dürfen, irgendwas heimlich machen, weil wenn irgendeiner mit der neuen Kleidung rumgelaufen wäre und es hätte nur einer ein Foto gemacht und die Firma wäre darauf aufmerksam geworden, hätten wir eine richtig, also dann wäre es richtig teuer geworden, das hätte auch dann das Ausfalldieb bedeutet. Deswegen war für mich ganz klar, wir müssen eine Einigung finden und da sind wir gerade auf einem sehr guten Weg und zumindest so weit, dass wir das jetzt gerade so, wie wir es angefangen haben, zu bewerben. Ich war mir bewusst, dass ich ein sehr großes Risiko eingegangen bin, wie ich das erste Mal angesprochen habe. Man muss aber, gerade in einer Situation, wo wir sind, auch wo man selbstständig ist, muss man auch diesen Schritt gehen, weil ich kann eins sagen, hätten wir die Kollektion nicht bringen können und wir hätten hier diese ganze Ware, die wir jetzt hier gerade für euch auch für Weihnachten produziert haben, hätte die, ich kann die ja nicht wegschmeißen, das heißt, ich muss die Ware ja bezahlen. Das wäre genauso das Aus für uns gewesen. Also das hätte man drehen und wenden können, wie man will. Man muss ab und zu im Leben bewusst auch ein Risiko eingehen. Das war mir auch klar. Man kann halt nicht immer nur da sitzen und sagen, ja, das ist so, und dann machen wir das nicht, weil das bedeutet dann am Ende des Tages auch das Aus. Das ist nicht meine Art. Ich kämpfe hart dafür. Man sieht jetzt gerade das Ergebnis, was es bedeutet, hart zu kämpfen, dass man immer irgendwie eine Einigung finden kann. Auch wenn die im Umkehrschluss für uns gerade trotz all dem sehr schwierig ist, bin ich aber froh, dass ich die Ware bringen kann. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Das heißt, für uns läuft jetzt ganz normal die Bewerbung von der neuen Downforce-Kollektion. Ich freue mich total darüber. Wir bringen gerade sehr, sehr viel Energie rein. Das heißt, für uns ist das Weihnachtsgeschäft in dem Sinne gerettet, dass wir unsere Kollektion ganz normal droppen dürfen, so wie es jetzt gerade aussieht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sich damit noch sehr viel drehen wird. Wir sind in den Gesprächen, die wir jetzt haben, sehr weit vorangekommen, dass wir auch so weit das jetzt schon bewerben dürfen. Deswegen glaube ich, also warum sollte da jetzt gerade schon noch irgendwas drehen? Ich bleibe einfach bei meinen positiven Gedanken und auch bei dem, auch vor allen Dingen bei dem Feedback von euch. Das ist mehr als geil. Also ich freue mich da sehr drauf. Das neue Parfum ist auch sehr geil. Diese Duftproben, die wir gemacht haben, kommen sehr gut bei euch an. Da bin ich auch extrem happy, dass das so gut funktioniert hat. Das neue Parfum wird auch kommen. Das heißt, es wird am 3. Dezember wird es einmal Downforce geben und es werden unsere neuen Düfte kommen. Das heißt, einmal für die Frau und für den Mann. Und somit ist ja von unserer Seite aus sehr viel fürs Weihnachtsgeschäft getan. Da freue ich mich sehr drum. Ja, Essen Motorshow ist ja Stand immer noch, bleibt quasi, also wird nicht stattfinden. Da haben wir uns jetzt mit abgefunden. Deshalb konzentrieren wir uns komplett aufs Weihnachtsgeschäft. So, jetzt Thema YouTube und Thema Zukunft. Ihr merkt, gerade bei uns ist es extrem, dass sich alles wandelt. Also bei uns wandelt sich der YouTube-Kanal gerade schon, jetzt schon fängt langsam an, wird sich in Zukunft aber noch stärker wandeln
und dazu auch dann nochmal die ganze Livestream-Geschichte und der ganze Fashion-Markt. Also das, was wir quasi an Fashion und in Mode in Zukunft machen wollen. Wir sind nicht eingeschlafen, das würde ich nicht sagen in der letzten Zeit, aber wir haben uns sehr darauf konzentriert, immer nur Hoodies und dann noch ein T-Shirt. Und so die Produktauswahl im letzten Jahr hat sich nicht wirklich erweitert. Das wird sich für 2021 radikal ändern. Das heißt, es werden neue Kleidungsstücke kommen, wir werden auf kurze Hosen gehen, wir werden eine Schwimmhose wahrscheinlich bringen, wir werden einen neuen Windbreaker wahrscheinlich bringen. Da wird so viel geiler Shit kommen, da freue ich mich tierisch drauf. Das einzige Problem oder die einzige Situation, die ich jetzt gerade mit Ronny habe, ist einfach das Thema Zeit. Das Thema Zeit rennt uns gerade weg, weil wir merken, wenn wir in dem Thema How Deep vorankommen wollen, müssen wir sehr, sehr viel Zeit und Energie auch in neue Schnitte, auch in neue Videoproduktionen, Werbevideos, das Ganze drumherum, auch in Instagram, das kostet so viel Zeit. Jetzt ist noch Twitch dazu gekommen, was extrem gut ist, weil ich euch da on point direkt live alles zeigen kann. Das heißt, live zeigen kann, was kommen noch an Autos neu, was sind die neuen Trends, was können wir an Schnitte machen. Wir designen mit euch Sachen zusammen. Das ist für mich so produktiv und das macht mir auch so einen Spaß, dass ich da auch gerade jetzt über den Winter noch mehr Vollgas geben möchte. Bedeutet im Umkehrschluss, YouTube wird sich ein bisschen ändern. Wir werden keine 3 Videos mehr bringen, sondern es werden maximal 2 Videos die Woche sein. Die werden auch eher in Zukunft so Richtung BMW E30 gehen oder wie es jetzt mit dem Käfer war. Ich möchte ein bisschen mehr Unterhaltung bieten. Also wir sind keine Firma, die irgendwelche Autos umbauen. Ich habe keinen Platz und auch kein Geld dafür, noch 5 Autos zu holen. Das ist in den letzten Jahren so ausgeartet, dass wir so viele Autos hier hatten und auch selber angefangen haben, so viele Autos zu kaufen, was für mich gar keinen Sinn macht, weil wir sind keine Autowerkstatt und ich möchte euch unterhalten. Das ist mein Ziel und nicht euch zeigen das 17. Auto auf Luft. Und also ich finde, das ist auch einfach nur noch zu viel. Ich mag kleine Projekte noch weiter haben, wie zum Beispiel Golf 2, Nürburgring, da möchte ich euch noch weiter mit auf die Reise nehmen. Dann auch zum Beispiel den VW Käfer, da gibt es noch viel zu machen. Wir haben noch einen W124, wo noch einiges zu machen ist. Aber sonst muss das einfach aufhören. Wir haben einen tollen Partner, den haben wir schon seit Beginn von How Deep, das ist APR. Die unterstützen uns seit eh und je. Von denen bekommen wir eh immer die Autos zur Verfügung gestellt. Also warum muss ich noch viele Autos kaufen? Das macht in dem Zug für mich keinen Sinn mehr. Also wird das auch... Oh, da kommt die Post, da kommt wieder was. Guck mal, er traut sich gar nicht reinzukommen. Ja, Onlinehandel ist momentan in der heutigen Zeit großgeschrieben, ne? Blumenerde? Ja. Blumenerde mit Amazon. Da hast du auch die Kontrolle übers Leben verloren, wenn du die Blumenerde schon über Amazon bestellst. Ne? Das ist Wahnsinn, was hier abgeht. Nein, ich mag einfach ein bisschen mehr Unterhaltung wieder. Ich mag diese lockeren Videos wieder machen, wo ihr auch spürt, dass das nicht gezwungen ist. Ich habe keine Lust immer, ja, wir müssen jetzt heute zu dem Termin fahren, um da unbedingt noch ein Video zu drehen, weil am Mittwoch das rauskommen muss. In der Vergangenheit war es so, dass ich super oft da total platt war und dann Dienstag oder Mittwochs abends nochmal schnell zum Nürburgring musste, was ich gern gemacht habe, aber immer nur alles mit Druck. Du musst dahin, weil du musst 2-3 Runden fahren, damit wir ein Video haben. Das will ich einfach in Zukunft nicht mehr. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will nur noch Sachen machen, wo ich Lust zu habe. Wenn ich Bock habe, ein Käfervideo zu bringen, dann bringe ich das. Und wenn vielleicht das Interesse bei einigen da nicht so groß ist, dass sie sagen, ja gut, das ist jetzt nicht so mein Thema, das gucke ich mir nicht an und da haben wir weniger Klicks drauf, dann ist das so. Finde ich nicht schlimm. Mir ist es lieber, die Leute sehen das, wo ich Bock drauf habe und das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das auch nicht schlimm. Dann wird selbst, also ich bin da auch im Thema, wenn dann YouTube noch weiter reduziert werden müsste, dann ist das halt so. Das, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich habe nicht mehr so diese Energie und diese Power da rein da drin. Wir haben sehr, sehr wenig Events gemacht dieses Jahr. Das hat mich auch sehr traurig gestimmt, weil das eigentlich immer das gewesen ist, wo ich den meisten Spaß daran habe, ein Auto fertig zu machen, mit dem zu den Events zu fahren und auch gerade Wörthersee und sowas. Das ist dieses Jahr sehr, sehr mager gewesen. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser wird und dass wir da auch viel mehr solche Sachen, auch Roadtrips viel mehr bringen können. Ich will euch auch viel mehr mit auf die Reise nehmen, was unsere Klamotten angeht, weil das machen wir. Wir sind keine Werkstatt, wir sind einfach ein Fashion-Label. Wir produzieren Kleidung und da will ich einfach viel, viel mehr zeigen. Ja, das war's an Geschwätz für heute. Haben wir alles erzählt, Ronny? Hast du noch was auf dem Herzen? Bei wie vielen Minuten sind wir? Fast 10. Echt? Noch so wenig? Ja. Boah, das ist aber heute wenig. Heute gibt es wenig zu erzählen. Ich weiß nicht, wir machen mal ein kurzes Video. Ist ja auch nicht schlimm. 12 Minuten? Was immer? Wenn ich jetzt noch ein bisschen was erzähle, sind wir dann bei 12? Ja, sind wir bei 12. 12 Minuten. Du hast 1,5 Minuten Zeit. Achso, der wahrscheinlich wird, so wie gerade der Plan ist, der A1 wird gehen. Genau, das kann ich noch erzählen. Also, Audi A1 wird gehen. Wir kriegen ein neues Projekt, aber das wird auch wieder nur was sein, was, glaube ich, über den Winter kommen wird. Ob ich da großartig Fahrwerk oder sowas einbauen werde, weiß ich noch nicht. Glaube ich auch gerade nicht. Aber es wird auf jeden Fall was kommen, was richtig Dampf hat. APR guckt da gerade, was... Also die haben 3-4 Sachen gerade, wo demnächst die Gutachten auch für fertig sind, was sie uns dann bringen.
Deswegen A1 war für uns ja sowieso nur so ein kurzes, knackiges Projekt, weil eigentlich ein neues Auto kommen sollte, was auch nächstes Jahr definitiv kommt, was aber leider aufgrund der Produktionszeit, ich kann ja darüber reden, es sollte eigentlich ein TT kommen oder ein neuer TTRS Facelift kommen, der sollte auch eigentlich jetzt im November, Anfang Dezember schon geliefert werden, aber es gibt wieder eine neue Abgasnorm und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Autos erst in 2021 dann produziert werden oder dann abverkauft werden dürfen, das heißt, die würden keine neuen TÜV für, oder keine neue Zulassung für 2020 bekommen, deshalb fällt das ins Jahr 2021 und deshalb haben wir, wird der TT, so wie es aussieht, ich glaube Ende Februar, Anfang März würde ein neuer TT für uns kommen. Da haben wir das auch schon erzählt. Golf 2, habt ihr ja gesehen, ist jetzt auch leer gerissen, sind wir gerade dran, der wird einmal innen drin schön auslackiert, da muss das ganze Zeug noch rausgekratzt werden, da sind wir jetzt auch gerade fleißig dran. Käfer geht es jetzt auch weiter. Das ist der nächste Schritt, das Getriebe. Da werde ich, glaube ich, in ein oder zwei Wochen zum Roberto nochmal runterfahren. Golf 4 müsste eigentlich für die Leute, lass ich mal überlegen, am Montag das Video kommen. Da ist der Dachhimmel fertig, der wird heute abgeholt. Und auch die ganzen Kleinteile sind schon mit dem Alcantara-Tier bezogen. Also Leute, ihr seht, wir haben immer noch genug Arbeit, immer noch viel, aber es dreht sich ein bisschen. Ich freue mich darüber. Lasst uns einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Haut rein, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up.